Der WeDo Tina 2, ein Drucker, der schon länger am Markt ist und in Deutschland eventuell als Raptor von Bresser bekannt. WeDo ist mit dem Tina 2 aber schon länger auf dem Markt und preislich, zumindest zum Zeitpunkt dieses Kaufes, deutlich unter dem Bresser. Groß ist der kleine wirklich nicht. Gerade mal 100 x 105 mm Grundfläche zum Bedrucken. Dafür ist die Grundfläche flexibel und Drucke lösen sich sehr einfach. Das Ganze hat so eine Art Malerkleberband drauf und es sind zwei Ersatzkleber dabei. Die Druckfläche ist nicht beheizt, was sie zu einem reinen PLA-Drucker macht. Allerlei Ersatzteil und Werkzeug ist dabei und sogar ein Klebestift, den ich aber auf dem Klebeband nicht nehmen würde. Ein Netzteil mit Kabelschalter, um wirklich alles auszumachen. Ein USB-Kabel, das man nicht braucht, da auch eine SD-Karte dabei ist. Und eine kleine Spule Filament. Für die gibt es seitlich einen Halter. Leider ist der zu tief, um auch richtige Filamentspulen aufzunehmen. Eine typische 1-Kilogramm-Rolle passt da nicht dran. Daher würde ich als erstes so einen Filamentabroller drucken. Ich habe auch unten alles verlinkt. Der sollte direkt auf die Druckfläche passen. Hier mal ein Größenvergleich zu dem gut doppelt so teuren Prusa Mini. Da fällt auch das sehr kleine Druckbett erst auf. Und der Mini heißt Mini, da die 180 mm schon klein sind. Das Display am Tina 2 ist einfach abzulesen und das Menü ist textzeilenbasierend. Das ist einfach zu verstehen und es muss nicht immer ein Vollfarbdisplay sein. Vor jedem Druck levelt sich der Drucker selber. Dafür steuert er drei Punkte auf der Druckfläche an und misst selbstständig den Abstand. Das macht nicht jeder billige Drucker. Das Gepiepe und Gefiepe ist leider so, da das Modell schon ein paar Jahre älter ist und keine lautlosen Motortreiber verbaut sind. Hier eine kurze Zeitraffer, einer der Demo-Dateien von der SD-Karte. Dass der Bauraum so geschlossen ist, macht es schwer, viel zu sehen. Ist aber auf der anderen Seite auch gut, weil der Drucker so wenig Gefahr für Haustier oder Kind ist. Kinder meine ich so 8 Jahre plus, da die Spitze, wo das Filament rauskommt, doch zu erreichen ist und um die 200 Grad heiß ist. Der Drucker kommt übrigens vollkommen vormontiert. Das Auspacken dauert am längsten. Dann nur noch einen Schlauch einstecken und schon kann es losgehen. Die Drucke sind alle in Ordnung. Dafür, dass diesem Drucker die Filamentkühlung fehlt, macht er einen ganz ordentlichen Job. Ich würde diesen Drucken gar jemandem empfehlen, der vielleicht mal in die Thematik reinschnuppern möchte. Und ich weiß, ob es für ihn ein Hobby werden kann oder nicht. Weil eines ist klar, hiermit kann man drucken, ohne sich mit der Technik beschäftigen zu müssen. Kein Leveln mit Bettschrauben. Einfach downloaden oder konstruieren und auf den Drucker slicen. Wird man mit dem Drucker auf Dauer glücklich? Nein, da er schon stark limitiert ist. Alle Links in der Videobeschreibung.